Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Empyrean. In der letzten Folge haben wir beunruhigende Dinge über den Orden und den Tempel erfahren. Irgendwas soll hier Seltsames passieren und ich würde sagen, wir gehen mal rein und schauen uns das direkt an. Du darfst hier nicht vorbei. Okay. Mönch. Mönch möchte kämpfen. Läuft bei denen, würde ich mal sagen. Machen Mega-Entwicklung. Stärker ist besser. Oh, warum trifft er auch mit dem Blizzard Instant? Okay. Okay, irgendwas scheint hier tatsächlich abzugehen. Und ich glaube nicht, dass das so gut ist, ehrlich gesagt. Nächster. Oh, hat er mich von oben gesehen? Das hätte ich nicht gedacht. Ja, ja, ich darf nicht vorbei. Das hat schon der andere gesagt. Denkt euch mal einen eigenen Text aus. Das ist interessant, dass die alle anscheinend nur die gleiche Entwicklungsreihe haben. Hat das Frostedje was damit zu tun? Kommt mir verdächtig vor. Dass das Frostedje den Arenaleiter angegriffen hat und jetzt die alle Schnäppke und sowas und Fernontor und sowas haben. Wir machen mal alle fertig, würde ich sagen. Nee, der hat jetzt doch was anderes. Ach, ich habe keine Lust mehr zu Mega entwickeln. Die mit ihrem Blizzard die ganze Zeit. Der macht natürlich von einem Glaziola direkt eine Menge mehr Schaden. Aber guckt mal, Level up. Mönch? Fragezeichen wurde besiegt. Ah, jetzt geht's da hinten weiter. Da, wo ich letztes Mal den Luftzug gespürt habe, ist doch ein Durchgang. Ich habe es geahnt. Ach, schaut euch den mal an. Oh nein, er ist schneller. Das war so dumm. Das war gemein. Okay. Das war fies. Hab schon gesagt, dass das fies war. Das war's nämlich. Ach, der Blizzard. Packt er das? Ja. Das war ein Crit. Das war auch noch ein Crit. Okay. Das verstehe ich nicht. Das ist krass, dass das so wenig Schaden macht. So, aber... Wir gehen mal eben heilen, weil Glurak leider besiegt wurde. Hier ist alles noch so schön und friedlich und keiner ahnt was. Und da drin passiert gerade irgendwas Übles, würde ich sagen. Also da geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. So. Kann ich hier Zeug kaufen? Pocke sagt Cookie. Hyperpotion. Oh, Hyperpotion. Gib mir Hyperpotion. Oh, ich habe 20. Okay. Ach ja, ist mir ja egal, wie viel der Beleber macht. Hauptsache, ich habe Beleber. Wir kaufen mal ein paar. Was gibt es noch? Ne, na gut. Dann gehen wir mal wieder rein. Ich fühle mich kein bisschen bereit. Los geht's. Attacke. Ha, die Musik ist so schön unangenehm. Finde ich gut. Ein Stern. Und da ist der zweite Stern. Und da steht einer. Ich fürchte, da kannst du nicht weiter. Warum nicht? Hä? Warum darf ich nicht weiter? Wow. Geist und Licht. Geist und Licht. Ich überlege gerade, was ich da einsetzen kann. Also, ich weiß schon mal, wer hier nichts machen kann, weil soweit ich weiß, trifft ja Feuergeist nicht oder so ein Mist. Okay. Wir wechseln mal. Das sollte ja dann vierfach Schwäche. Autsch. Gegen Unlicht haben. Theoretisch. Wenn ich das so richtig im Kopf habe. Das ist ein richtig unheimliches Pokémon. Wow. Level up. Level 55. Sehr schön. Ich hasse es zu verlieren. Wer nicht? Chenin, hi. Aus dem Weg oder ich werde das selber erledigen. Oh, du bist mit Gewalt hier durch, aber du sollst das wissen. Nur die Auserwählten können ihren Weg durch das Labyrinth der Sterne finden. Die anderen werden für immer verloren sein in den Kammern. Labyrinth der Sterne? Was auch immer. Ich bin sonst sehr geduldig, aber das Verhalten ist wirklich nervig. Komm schon, Miri. Ich will nichts sagen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass mich dieser Agent Chenin eines Tages so richtig
so richtig einen 180-Turn machen wird und mich betrügen wird. Könnt ihr das nachvollziehen? Niemals zweimal den gleichen Weg hintereinander nehmen. Okay. Jetzt bin ich wieder hier. Oder nicht? Hilfe! Okay. Okay, dann gehe ich hoch. Hä? Hey, warte, aber gerade eben war das noch richtig mit dem Hochgehen. Ach nee, nee, hoch ist nicht richtig. Dann gehen wir runter. Okay, ich bin gerade des Todes verwirrt. Was wollen die von mir? Okay, nochmal. Ich check's nicht. Ich check's nicht. Keine Ahnung, was hier passiert. Oh, ich hasse solche Rätsel. Ich kann sowas gar nicht. Okay. Hä, warum bin ich denn jetzt schon wieder hier? Tu was! Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Gibt es irgendwas, das anders ist? Irgendwas, das mir Hinweise gibt, wo ich hin muss. Oh, shit. Sieht halt alles gleich aus. Das ist ein Skelett. Das bin ich in 5 Minuten. Das sieht anders aus als sonst. Oh, ernsthaft, ich bin durch. Ach, keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber ich werde es nie wieder wiederholen können. Aber ich habe es ja aufgenommen, kann ich jederzeit nachgucken. Oh, Arceus, das sieht nicht gut aus. Ich hoffe, Agent Chen kommt bald aus dem Labyrinth. Irgendwie fürchte ich das nicht. Oh. Oh, was, ist das ein Opfer? Wäre das ein Opfer? Bitte nicht. Bitte lass das kein Opfer sein. Diener der Zwillingssterne. Ihr seid nicht viele, aber so... Ihr seid nicht viele, aber doch so viele. Eure Gebete an euren kosmischen Meister haben sich ausgezahlt. Eure Geduld hat euch so weit gebracht. Ihr, alle zusammen, seid ausgewählt, um die Herkunft zu sehen. Yay, preise den Magier! Lasst ihn unser führendes Licht sein. Die Sterne sind heute zu sehen. Wir haben auf sie gewartet. Jetzt warten sie auf uns. Es ist Zeit, die Beschwörungsformel aufzusagen. Du am Jul... Bedeutet das irgendwas? Okay. Okay, das ist sicher nicht gut. Oh, okay. Was passiert hier? Was auch immer es ist, wir müssen es aufhalten. Agent Shannon, sie sind durchgekommen? Ja. Ich dachte, ich komme niemals raus, bis ich die höhere Wahrheit entdeckt habe. Oh, oh. Hat ihn jetzt was umgedreht? Ich hatte gerade eben schon ein fishy Gefühl. Mal gucken. Aber darüber werde ich dir später berichten. Sie haben ein Kind dort oben. Und so wie es aussieht, würde ich sagen, sie machen sich für eine Art Ritual bereit. Ja, gut durchschaut. Habe ich auch schon vor 5 Minuten. Ich habe kein gutes Gefühl davon. Wir sollten das auseinanderbrechen. Ein Kind, warte. Das ist dumm. Ich kann nirgends durch. Oh nein, ist das Willy? Weiter!
meine Untergebenen weiter singt, damit die Worte sie erreichen. Maid, geh neben deinen Trainer. Boah, was geht hier gerade ab? Jetzt bringt den Bernstein. Ex Stella Geminus, Vater Belus. Mein Kind, unter dem Zwillings leuchtenden Licht wirst du eine tolle Belohnung erhalten. Weitermachen. Nimm den Bernstein und halt ihn zusammen mit der Maid. Wird das wirklich helfen? Keine Angst, Kind. Vater Belus wird dich nicht anlügen. So geht es eben. Die Sterne sind aufgereiht. Meine Brüder, die Zeit wird sich verändern. Und das Pferd wartet auf uns. Wir werden das jetzt erwecken, das in Schlaf versetzt wurde. Vor langer Zeit. Weckt es jetzt mit euren Stimmen. Lasst uns beginnen. Okay, der Gesang der Zusammenkunft. Ich denke, ich muss das hier abbrechen. Wer beendet die Zeremonie? Ja, der Kerl mit dem Glurak, yo. Du musst meinen Namen nicht kennen. Naja, um genau zu sein, musst du nur dieses Feuer kennen. Wow, wow, wow. Das Mega-Mioto. Was? Zur Hölle. Wächter, beschütze die Zeremonie, egal was es kostet. So ein Biest zu haben, Belus. Du Bastard. WT muss dir helfen. Das ist ja auch egal. Du wirst jetzt trotzdem besiegt werden. Namen sprichst du. Namen, die nur wenige kennen. Und du willst unsere Zusammenkunft unterbrechen. Dann musst du. Aber das kümmert keinen. Du bist zu spät. Wir sind schon dabei. Du kannst es nicht aufhalten. Brüder, singt mit mir. Wir werden seine Seele in diese Dimension holen. Shit. Das fühle ich, das Shit. Wow, what the fuck? Miri, alles okay? Diese Energieexplosion gerade. Ich weiß nicht, was das war. Was? Warte, Woody? Was ist mit ihm und Kirlia passiert? Meine treuen Gläubiger, Zineums Energie ist jetzt in diesem Lebewesen, das aus so vielen Teilen durch Zeit und Raum gereist ist. Was für ein wunderbarer Ruf. Kannst du uns deinen Namen sagen? Was passiert? Mein Name ist... Aber ich bin blind. Du wurdest gerade geboren, aber bald wirst du deine ganze Kraft bekommen und einem großen Ganzen dienen, der Samen zu sein. Miri, das ist bizarr, aber ich glaube, das Kind ist irgendwie mit dem Pokémon fusioniert. Aber das kann ich... Ich denke, unsere Pokébälle arbeiten wieder. Wir sollten ihn funktionieren wieder. Wir sollten ihn retten. Der Wissenschaftler in Silent City wird schon wissen, wie wir das zurückmachen können. Komm schon, wir müssen das zusammentun. Und wie? Muss ich jetzt gegen alle kämpfen, oder? Er ist hier. Ach, hier komme ich durch. Was soll ich jetzt machen? Hier gegen auch noch kämpfen? Noch ein Eindringling? Ha, ich sehe. Du bist durch das Labyrinth der Sterne gekommen. Dann bist du der Zweite. Der Zwilling. Das zweite Zwilling. Komm und füg dich deinem Schicksal, Kind. Ach, bitte sei still. Wie kannst du es wagen, mich zu unterbrechen? Ich bin ein Pokémon-Agent und du bist festgenommen, da du illegale Experimente an Pokémon und Kindern durchführst. Der Magier? Festgenommen? Ich existiere nicht.
Wie wollen Sie jemand festnehmen, der gar nicht existiert? Was, wo ist er hin? Wir werden dich finden, keine Sorge. Was auch immer für Tricks du hier machst. Aber bis dahin werden wir das Kind nach Silent City bringen. Oh. Oh, wie unrecht du hast. Was du suchst, ist nicht länger hier. Es kann nicht zurückgenommen werden. Aber das wirst du schon auch selber sehen. Komm schon, Miri. Wir bringen ihn zurück. Arceus, was ist das für eine Kraft? Arceus? Arceus! Hitchin Shannon, alles in Ordnung? Ja, aber irgendwas passiert hier. Das Ding... Bereite deine Pokémon vor, Miri. Ich denke, es wird uns angreifen. Oh nein. Du hast den verbotenen Namen gesagt. Deine Strafe ist der Tod. Shit. Oh, das ist nicht gut. Oh, krass. Was geht hier ab? Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Huch. Leute, wisst ihr was? Um es spannend zu machen, seht ihr den Bosskampf hier in der nächsten Folge. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet da wieder ein. Bis dahin, macht es gut. Und tschüss.